So, hallo zusammen und willkommen zum nächsten Video. Und es geht weiter nach der Niederlage gegen Hoffenheim und dem schlechten Spiel gegen Frankfurt, wo man aber tatsächlich noch einen Punkt geschafft hat, geht es jetzt gleich mal weiter im Derby gegen Stuttgart zu Hause. Und ja, da hoffe ich mal, dass wir ein bisschen mehr auf die Beine stellen können. Großartige Veränderungen gibt es nicht, außer dass Afoka wegen seiner Roten im letzten Spiel draußen ist. Heger kommt rein und ich versuche das erste Mal mit Lennarty neben Lissou vorne und da hoffe ich mir, dass er ein bisschen mehr wirbelt da vorne, weil die anderen zwei, also vor allem Finzheimer, hat da vorne relativ wenig machen können. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten gegen Stuttgart und ihr könnt jetzt alle mal heftig die Daumen drücken. Wir spielen natürlich in Rot zu Hause gegen Stuttgart in Weiß. Und Stuttgart ist letzter und wir sind 14. Und ich glaube, Stuttgart hat 0 Punkte und wir haben 1 Punkt. Also, wir sind nicht weit voneinander entfernt. So. Ein wunderbares Derby. Ich hoffe es, dass es richtig ein Monsterspiel wird, wo wir auch wirklich endlich mal gut mithalten können. In dieser Saison in der ersten Halbzeit noch ohne Tor. Ja. Das mag sein. Aber es kann noch besser werden. Der jüngste Spieler auf dem Platz und auch der beste ist mein Torwart natürlich. So. Aufstellung, Wett ist wenigstens super. Wenigstens super. Heute habe ich mal überlegt, sollte es tatsächlich ein bisschen schwierig werden, würde ich die Mittelfeldspieler links und rechts außen weiter nach vorne schieben. Und gleichzeitig auch die Außenverteidiger noch ein bisschen nach vorne. Stuttgart spielt sehr geballt wieder in der Mitte. Dann hoffentlich haben wir endlich mal die Räume und nutzen sie auch einigermaßen. Verteidigung fängt mal wieder sehr wackelig an und schon wieder ein Foul. Schlechte Position für uns. Da haben wir mal Glück gehabt. 7. Minute und schon muss man schwitzen. Das war ein guter Pass von T. Leicht im Abseits, aber das war nicht schlecht. Gut verteidigt. Also das Rausfausten, glaube ich, das ist jetzt nicht seine Stärke. Jetzt, 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 jetzt. Wie kann man aus so einem Konter so wenig machen? Das muss man auch erstmal hinbringen. Da waren 4 Spieler da. Und wir schießen aus gefühlt 20 Meter auf dem Torwart in die Hand. So kann man es natürlich auch machen. Es gibt schon wieder Gelb für uns. Für unseren Innenverteidiger. Diese gelben Karten in der ersten Halbzeit. Da haben wir wieder Glück. Also man sieht, Stuttgart spielt auch wieder. Das haben wir gegen Frankfurt gesehen. Die spielen zentral und spielen eigentlich das, was wir spielen wollen. Über außen. Was für schlechte Pässe. Wieder abseits.
Naja, die Grundidee wäre schon da, aber irgendwie. Oh Gott, haben wir Glück. Also wir sind wirklich. Das ist wirklich schwer. Also es wird eine sehr, sehr schwierige Saison, da mitzuhalten. Das wird wirklich sportlich. Jetzt ein Konter und wieder ein ganz schlechter Ball. Oh mein Gott. Freistoß. Naja, das war wenigstens mal eine Chance. Was für eine Flanke. Naja, das Gute ist, dass Stuttgart den Konter auch nicht ausspielen kann. Also, die ist verletzt. Damit hat sich das Thema dann auch schon erledigt. Also, es läuft. Die ersten drei Spiele laufen schon mal wirklich fantastisch. Wirklich. Könnte nicht besser laufen. Und wir belohnen uns mit dem Tor. Also wir sind definitiv die schlechtere Mannschaft, aber der Freistoß war super. Und genau für sowas habe ich ihn verpflichtet, dass wir wenigstens aus diesen Freistößen was machen. Ja, die Problematik hatte ich auch bei den Rovers, dass ich keinen da hatte, der tatsächlich einen Freistoß kicken kann. Also wir führen jetzt in der ersten Halbzeit mit 1-0. Schmeichelhaft, Zand mit Gelb. Ich kann es einfach nicht riskieren. Ich muss ihn auswechseln. Aber wir führen zumindest. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und spielen tun wir aber leider nicht gut. Gott, haben wir Glück. Das ist ja unfassbar. Das ist jetzt schon fast gemein eigentlich. Und wieder Ecke. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir schlimm spielen und mit den Standards die Tore machen, hätte ich auch kein Problem mit. Das war jetzt mal nix. Oh, der Versuch war nicht schlecht. So. Ich gehe mal davon aus, dass Stuttgart spätestens ab dem 60. jetzt einwechseln wird. Das heißt, sie werden definitiv offensiver kommen. Obwohl das eigentlich schon reicht für meine Abwehr. Also wir sehen irgendwie nicht wirklich stabil aus da hinten. Das sieht wirklich. Das sieht aus wie Fußball nach dem Zufallsprinzip. Also irgendwie. Auch diese Bälle, die laufen dadurch. Durch vier, fünf Spieler durch. Also wenn Stuttgart nicht reagiert, wir müssen reagieren, weil das ist wirklich atemberaubend schlecht. Ich tue Lies voraus. Frischen Stürmer, wir führen 1-0. Lieber versuchen, irgendwie das Zweite zu machen, obwohl wir dazu jetzt nicht wirklich in der Lage sind, so wie es aussieht. Also spielerisch zumindest.
Nein, das ist kein Witz. Das ist rot. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe das Spiel. Wie ist das rot? Was? Das war eine rote Karte. Also an alle Fußballfans, die nicht verstehen, was eine rote Karte ist, das ist eine rote Karte. Und das war Riesenglück. So, jetzt können wir eigentlich nur noch hoffen, dass wir irgendwie zumindest einen Punkt behalten. Stuttgart drückt. Die werden wahrscheinlich jetzt weg, aber Stuttgart wechselt auch noch nicht, warum auch immer. Also das Fausten ist nicht wirklich sein Ding, das sollte er lieber lassen. Die Frage stellt sich, sollen wir noch irgendwie reagieren? Ich habe leider nichts auf der Bank, was wirklich Sinn ergeben würde. Avci vielleicht raus. Bisschen frischeren Mann reinbringen für die letzten Minuten. Gut verteidigt und dann spielt man den Ball so raus. Das ist natürlich auch nicht wirklich das Wahre. Jetzt, jetzt. Das ist die Entscheidung. Was für ein toller Konter. Endlich mal. Finzmeier hat das super gemacht. Ein super Ding. Wäre ich jetzt im Stadion, hätte ich jetzt durchgeschrien. Dann wechseln wir jetzt nochmal aus. Und dann wird es das dann wahrscheinlich gewesen sein. Also so kann man Spiele auch gewinnen. Also, und das Glück sollten wir jetzt nicht überstrapazieren. Also wirklich, wie viele Chancen hat denn Stuttgart gehabt, bitte? Das ist ja unfassbar. Also, die Aktion vorher war rot und das war gelb. Das ist ja auch was sehr Skurriles. So, letzte Minute. Jawohl, geschafft. Unglaublich. Wir gewinnen tatsächlich 2-0 zu Hause gegen Stuttgart, gewinnen das Derby. Es freut mich riesig. Nichtsdestotrotz sehen wir hier die Statistik, 11 Schüsse von Stuttgart und genau so war es auch tatsächlich. Mehr Ballbesitz und man sieht hier, was unser Hauptproblem ist. Eine Passquote von 61%, von 72% und wir haben einfach so wenig gepasst. 61 Pässe insgesamt, das ist wirklich, dafür dreimal ins Abseits gelaufen. Also entscheidend ist hier der Fakt, also Stuttgart viel mehr Schüsse, viel gefährlicher vorne. Und wir gewinnen einfach das Spiel. Schlechte Nachricht natürlich wieder mal. Einen weiteren Spieler mit Rot verloren. Lennart tief verletzt, ich hoffentlich nicht zu lang, weil der hat das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht da vorne. Und da geht es gar nicht um so torgefährlich sein, aber er war tatsächlich schnell und wendig. Das war schon ganz okay. Was sagen die Stimmen? Oh Gott, ich bin mir sicher, dass wir eine Riesensaison spielen werden. Sie haben ihre Chance besser genutzt, ja, aber besser waren wir definitiv nicht. Also. Und Finzheimer als Joker macht das Tor, das ist doch super.
Und Barco mit der Vorlage und dem Tor. Und mein Torwart wird tatsächlich, wie ich es gesagt habe, das wird ein Megaspieler. Wenigstens bei einem habe ich recht behalten. Kadernominierung für die Nationalmannschaft. 2 Wochen verletzt, da machen wir jetzt aber eigentlich nicht wirklich was. Ändern wir da was? Innenverteidiger gibt es eigentlich keine stärkeren, glaube ich, zurzeit. Doch. Fritsch. Ja, aber das passt. Das lassen wir so. Das lassen wir so. Nations League gegen Österreich, super. Und das möchte ich euch jetzt auf jeden Fall ersparen, die Nations League. Dementsprechend wird das jetzt ein kurzes Video. 2 Spiele gesperrt. Natürlich akzeptieren wir das. Ja, er darf gehen. Der Sponsor zahlt die Prämie natürlich, weil wir haben gewonnen gegen Stuttgart. Tennis sensationell. So, das haben wir jetzt mal kurz geändert. Muskelfaserriss, 2 Wochen. Super. Das ist ja wirklich super. Könnte schlimmer sein. 2 Wochen ist noch in Ordnung. Schauen wir noch mal kurz auf die Jugendmannschaft. Da müssen wir auch wieder ordentlich Jugendspieler nach Hause schicken. Aber es kommt schon talentierte Spieler nach. Also das ist schon mal ganz in Ordnung. So. Schauen wir bei den Scouts. Was könnte der Jugendtrainer machen? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die zweite Mannschaft. Ergebnisse, 3 Spiele, 3 Siege. Also normalerweise ist es ja eh so, dass dann nächstes Jahr eigentlich die zweite automatisch in die dritte Liga aufsteigt. Und dann können wir endlich mal unsere Jugendspieler bei uns weiter ausbilden. Das ist wirklich immer ein Riesenvorteil in Deutschland. Also 4 Punkte. Dortmund hat 2 Punkte. Okay. Bayern führt die Tabelle an, nachdem sie letztes Jahr in der Euroleague gelandet sind. Und wir sind mit 4 Punkten bis jetzt eigentlich gut im Soll. Viel besser als die Leistung es tatsächlich widerspiegelt. Dementsprechend können wir nur hoffen, denn wenn die Leistung auch noch besser wird, dann ist vielleicht doch noch mehr möglich. Was auch immer mehr bedeutet. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Spielt fleißig, bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank und ciao, ciao.